Die Arbeiten des auf dem Berliner Messegelände entstehenden Krankenhauses für Corona-Patienten sind in vollem Gange. Doch die Verantwortlichen können nicht sicher sagen, wie viele Patienten in dem Reservekrankenhaus unterkommen können. Waren anfangs noch 1000 Betten eingeplant, rechnet man jetzt nur noch mit 500 Patienten. Auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ärzte und Pflegekräfte wurde von 500 auf 100 nach unten korrigiert. Die Suche gestaltet sich schwierig. Die Bundesärztekammer hofft, dass sich Mediziner im Ruhestand melden. Mit einer Fertigstellung des Zwischenmodells aus Krankenhaus und Feldlazarett rechnet man mit April. Es könne aber auch sein, dass die Halle am Ende gar nicht gebraucht werde, so Ärztekammerpräsident Günther Jonitz. 380 Covid-19-Patienten werden derzeit in Berliner Krankenhäusern behandelt. Mehr als 90 davon befinden sich auf Intensivstationen. In der Hauptstadt sind mehr als 2700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.